Ein herzerfrischendes Gugur, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy von Weiter geht's mit Let's Play Minecraft Teamcrafting und ich habe irgendwie nur 30 FPS. 26, 60. Ah, jetzt bleiben sie wieder konstant, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, irgendwie mag mein Internet zurzeit nicht so, wie ich will. Ah, das soll mich jetzt nicht davon abhalten, hier diese Minecraft-Folge aufzunehmen. Mir ist aufgefallen, dass die Musik, welche ich im Hintergrund immer laufen hatte, in den letzten Folgen wirklich extrem leise war. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist und dass die Musik für euch nicht allzu laut ist. Wir haben auf jeden Fall immer noch einiges vor. Ich war auch schon etwas länger nicht mehr auf dem Server. Was auch daran lag, dass ich in letzter Zeit nicht, nicht immer zu Hause war. Aber jetzt müssen wir hier erstmal gucken, weil ich will hier noch so ein kleines Dachgeschoss drin haben. Wo dann auch mein Schlafzimmer reinkommt. Das müsste dann eigentlich hier wieder so gehen. Ach, das ist Fable 3 Musik. Nee, es müsste noch eins höher. Fable 3 auch sehr cooles Spiel, muss ich vielleicht auch mal irgendwann mal wieder anfangen. Oder war das so? Doch, müsste so gewesen sein. Okay, gut, dann gehen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Birkenholz kloppen. Wir haben hier ein paar Birken bei uns in der Nähe. Ja, hier den ganzen Berg muss ich noch abtragen. Also ich habe mir da echt wieder ein bisschen zu viel Arbeit an mich selbst gestellt. Aber probieren wir das einfach mal so gut hinzukriegen, wie es nur eben möglich ist. Gut, was gibt's zu sagen? Also in den letzten Tagen war bei mir nicht wirklich viel los. Ich habe nur die Videos hochgeladen, die ich im Vorhinein schon aufgenommen hatte. Also das waren alle Folgen, die ich auf Vorrat aufgenommen hatte. Diese Folge wird wahrscheinlich erst am Mittwoch erscheinen. Also Montag und Dienstag kommen noch alte Folgen, die sind von letzter Woche. Da ist in einer noch der Nerplay dabei, soweit ich weiß, und in der anderen nicht mehr, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ich habe mir auch die Folgen nicht angeguckt, ich war die letzten Tage über eigentlich auch nicht wirklich am PC. Ich war mir unterwegs, weil ich eben noch ein paar Sachen zu erledigen hatte, dies, das, aber jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Zeit gefunden, um Minecraft aufzunehmen, vor allen Dingen, weil mir Minecraft momentan richtig viel Spaß macht und deswegen mache ich auch diese Videos. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich auch nicht machen, aber das hatten wir ja schon. Ich wollte mit euch heute über ein anderes Thema reden und die Musik ist mir jetzt doch ein kleines bisschen zu laut, Entschuldigung. So, jetzt ist es ein bisschen besser für mich. So, ich wollte mit euch über was anderes reden und zwar, ich war gestern, nee, vorgestern, heute ist ja Montag, wo ich die Folge aufnehme. Ich war gestern. Schon wieder gestern? Nein, ich war vorgestern, verdammt. Entschuldigung. Ich war vorgestern auf einer Geburtstagsfeier von einem Kumpel von mir. Der hat seinen 18. gefeiert und, ja, was ist jetzt daran so Verwerfliches? Eigentlich nichts, aber, da ist was passiert, wozu ich gerne mal eure Meinung hören möchte. Und zwar folgendes, der Geburtstag von ihm war schon vor über einem Monat geplant, also da wurde gesagt, ja, passt auf, an dem und dem Tag und die Uhrzeit, an dem und dem Ort, feiere ich meinen Geburtstag und ich möchte euch alle gerne einladen. Bitte gebt mir zeitlich Bescheid, ob ihr kommt oder nicht. Und wenn ihr später kommt, dann bitte auch Bescheid sagen. Okay, es war ein Monat bevor die Geburtstagsfeier war. Da wurde halt schon alles geplant, dies, das. Und es wurde halt natürlich auch schon geplant von ihm, weil er musste ja die Räumlichkeiten mieten, wo wir drin gefeiert hatten und so weiter. Und da musste halt natürlich auch der ganze... Einen kleinen Moment bitte, ich muss kurz einen Schnitt machen. So, da sind wir wieder. Ich muss die Folge jetzt doch leider etwas kürzen, weil ich jetzt ganz dringend dann noch weg muss. Habe ich vorher nicht gewusst, tut mir leid, aber ja, jetzt habe ich auch noch nicht so lange aufgenommen. Mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich glaube, ich mache jetzt noch jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht worden. Ist das hier überhaupt so richtig? Das kommt mir irgendwie so falsch vor.
Aber doch, es müsste eigentlich so stimmen. Ja, doch, stimmt schon. Passt alles. Und zwar, ich muss für meinen Dad noch was erledigen, weil mein Dad zurzeit zu Hause ist. Er ist krankgeschrieben und dann muss ich halt ein bisschen auf ihn aufpassen, sozusagen, weil er eben mit seinem Fuß Probleme hat und deswegen auch einige Sachen nicht so leicht erledigen kann, wie ich jetzt, sagen wir mal. Und da muss ich für ihn noch ein paar Sachen machen. Deswegen muss ich heute die Folge etwas kürzen, tut mir leid, aber ich habe selbst nicht gewusst, dass das jetzt dann so abläuft. Dafür mache ich vielleicht nächste Folge ein bisschen Überlänge. Mal gucken. Ich glaube, das hier ist zu schmal, da müssen wir es so machen. Genau, stimmt schon. Gut, also ich wollte euch jetzt was fragen. Genau, da waren wir stehen geblieben. Und zwar, es wurde ja eben geplant, dies, das, der Veranstalter musste halt wissen, wie viele Leute kommen. Deswegen hat er gesagt, ja, gib mir bitte zeitig Bescheid, ob ihr kommt oder nicht. Gut. Dann ein Kumpel von mir war auch eingeladen. Und man muss sagen, er ist nicht unbedingt der zuverlässigste. Aber das soll noch nicht das Thema sein. Und zwar war es dann auch so, dass er eben auch gefragt wurde, einen Monat vorher wohlgemerkt, ob er kommt oder nicht. Er dann so, ja, er gibt Bescheid. Und es ist ja so, dass bei uns in Bayern vor ein paar Tagen die Wiesn eröffnet wurde. Aber, und dass er dann eben an dem Tag, wo die Party war, mit seiner Familie auf die Wiesn gefahren ist. Und das, obwohl er mindestens einen Monat vorher schon wusste, dass eben die Geburtstagsfeier ist. Und das ist so, dass in seiner Familie die Sachen mehr so kurzfristig geplant werden. Und dann verstehe ich nicht, warum er dann sagt, er kommt nicht. Weil das ihm zu kurzfristig war. Also die Party. Ich verstehe nicht, man hat sie ihm einen Monat vorher gesagt, pass auf, ich will da feiern, sag mir Bescheid, ob du kommst oder nicht. Und er dann so, ja, er gibt Bescheid. Und jetzt sagt er, ja, es war ihm zu kurzfristig, ja, wann soll man es ihm denn dann sagen, ein halbes Jahr vorher? Und dann sagt er, ja, das habe ich vergessen. Und das Dreiste war ja dann, von ihm fand ich, er hat bei dem, der die Party veranstaltet hat, also der Geburtstag hatte, hat er nicht mal selber angerufen oder selber nur geschrieben, dass er nicht kommt. Sondern er hat seine Freundin geschickt, die auch auf die Geburtstagsfeier eingeladen war und die sollte es ihm dann ausrichten. Und der Kerl ist 20 Jahre alt, da wird er das doch wohl selber hinkriegen. Wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin und dann nicht kommen kann, dann gebe ich ja auch selber Bescheid. Ich meine, das war auch so, ich war auch mal auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und ich hatte an dem Tag so Kreuzschmerzen von der Arbeit. Dann habe ich gesagt, nee, tut mir leid, Digga, danke für die Einladung, aber ich kann leider nicht kommen, weil mir das Kreuz so weh tut. Also, ja, klar, kein Problem. Ja, und ich verstehe nicht, was daran so schwer ist, dass man einfach sagt, ja, tut mir leid, ich schaff's nicht, oder tut mir leid, das ist halt jetzt scheiße gelaufen, aber du kannst dich auf den Kerl eigentlich nicht wirklich verlassen. Und das geht mir zum Beispiel tierisch auf den Sack. Ich meine, mir tat mein Kumpel auch voll leid, der ihn eingeladen hat und der sich bestimmt gefreut hätte, wenn er da gewesen wäre. Aber wenn dann so eine Scheiße läuft, und es ist fast immer bei ihm so, dann hätte ich irgendwann keinen Bock mehr, den irgendwie zu meinem Geburtstag einzuladen, weil ich eh weiß, ja, entweder er kommt gar nicht oder er kommt immer 3 Stunden später. Aber gut, das muss er wissen. Aber, was ich jetzt euch fragen will, und zwar, kennt ihr auch solche Leute und wie findet ihr sowas? Seid ihr dann mehr so verständnisvoll, dass ihr dann sagt, ja, okay, schade, aber kann man nichts machen? Oder seid ihr dann auch lieber einer, der es lieber, ich sag jetzt im Voraus gerne wüsste, ob diese Person kommt oder nicht? Ach ja, übrigens, hier habe ich schon angefangen, einen kleinen Keller anzulegen. Das habe ich offscreen gemacht, deswegen braucht ihr euch jetzt nicht wundern, warum jetzt hier so eine Treppe ist. Und sagt mir mal, was ihr davon haltet. Das würde mich mal echt interessieren. Und ich glaube, wir sollten jetzt am besten pennen gehen.
Alter, ich habe viel zu viel Dreck. Ja, und ein paar Rohstoffe gefarmt habe ich auch. Ich glaube ja fast, dass wir noch ein bisschen Cobblestone farmen müssen. Ich glaube nicht wirklich, dass das uns reicht, aber... Ja, geil. Wir brauchen hier erstmal eine neue Spitzhacke. Jetzt habe ich natürlich kein Holz. Habe ich kein verarbeitetes Holz irgendwo? Nein. Doch, hier habe ich zwei Eichenholz. Ach, ich habe schon so lange nicht mehr Minecraft gespielt. Das ist schlimm, ich kann die Steuerung schon gar nicht mehr. Und das, obwohl die Minecraft eigentlich nicht schwer ist. Gut, dann machen wir mal noch eine Schaufel, weil wir noch terraformen müssen. Oh Gott, das wird hier alles wieder viel zu groß. Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen es dauern wird, bis wir hier unseren Bauernhof fertig haben. Schon noch ein bisschen, bin ich mir sicher. Genau, hier war noch ein Birkenholzbrett. Okay. Gut, ja, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Bäume fällen. Natürlich noch terraformen müssen wir. Wir müssen noch Cobblestone farmen. Alter, was hier alles brennt. Voll die Party hier am Stissel. Wir machen zwar keinen Schaden mehr, aber... Also sie zerstören halt nichts mehr, sagen wir es so. Doch, stimmt schon. Ich habe nur gerade überlegt, ob das jetzt falsch ist, was ich da gebaut habe, aber es müsste noch stimmen. Ah, da drüben ist noch ein Birkenbaum. Alles klar, also diesen Abteil möchte ich vielleicht noch etwas verkleinern, also diesen Berg hier möchte ich vielleicht noch wegmachen. Damit wir halt von hinten noch oder hinterm Bauernhof noch ein bisschen mehr Platz haben. Aber wie gesagt, das sehen wir ja alles dann. Oh, mal konstant 60 FPS, was denn da passiert? Aber freut mich, dass ich konstant 60 FPS habe, weil wenn man da mal von 60 FPS auf 30 runter switcht, ist das schon richtig krass. Jetzt sehen wir noch Birken. Da hinten ist noch eine Birke. Da stehen auch noch welche. Gut. Gravel brauchen wir auch noch ein bisschen. Ich muss dann dringend mal schauen, ob jetzt da mal mein Getreidefeld schon gewachsen ist. Also jetzt nicht das Feld, sondern halt mein Getreide. Hier ist eine Höhle. Okay. Kohle. Das ist schon mal nicht schlecht. Den nehmen wir auch gleich mit. Ah, okay, und hier geht's wieder raus. Gut, dann nehmen wir hier mal die Kohle mit. Und zwar, wie findet ihr dann... Um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie findet ihr Leute, die, wenn sie sich mit euch verabreden und dann doch nicht kommen, nicht mal persönlich absagen? Also mir geht ja sowas tierisch auf die Nerven. Weil wenn ich weiß, ich komme nicht, dann kann ich doch immerhin selber noch absagen und muss dann nicht meine Freundin extra dazu schicken. Vor allen Dingen, der Kerl ist 20 Jahre alt und das geht mir halt echt ein bisschen auf die Nerven. Aber mein Gott, das ist seine Sache, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern oder irgendwie so. Aber schade finde ich es ja schon irgendwie. So. Gut, dann können wir hier auch gleich noch ein bisschen Cobblestone farmen. Oder vielleicht schneide ich ja die Folgen noch zusammen. Also die heutige Folge. Ich meine, ich muss 4 Folgen aufnehmen, damit es für die Woche reicht. 2 habe ich noch auf Vorrat. Wenn ich die für heute hochlade, bloß noch eine. Aber das müsste ich eigentlich ganz gut hinkriegen. So. Genau, wir brauchen noch Birkenbäume. Hier war auch irgendwo ein Sumpfbiom, habe ich mal gesehen, als ich die Karte erkundet habe. Das Sumpfbiom müssen wir vielleicht auch mal gehen. Vielleicht ein paar Slimes kloppen, wenn die spawnen.
Oh, da drüben sind richtig viele Birken. Das ist schön. Aber so viele Birken brauche ich eigentlich nie mehr. Bin jetzt gerade am Überlegen. Und zwar, es wird mehr so ein Keller mit mehreren Räumen wieder, also wie auch oben im Bauernhaus. Genau, da drüben ist das Sumpfbiom. Genau, hier war ich schon drin. Da habe ich auch ein bisschen Zeugs gefarmt. Und hier, Leute, das müsst ihr euch mal geben. Das habe ich zufällig entdeckt, als ich hier lang spaziert bin. Und zwar, hier ist ein Loch. Und da geht halt mal richtig so fett runter. Also wer das nicht sieht, der ist tot. Hier drüben ist ein Sumpfbiom. Was ist hier noch? Noch eine Höhle. Da gehen wir jetzt erstmal nicht rein. Oder sollen wir da reingehen? Keine Ahnung. Okay, hier ist eine Schlucht. War noch keiner drin? Oder? Nö. Alles klar. Es gibt ja auch in diesem Sumpfbiom gibt es ja auch so Hexenhäuser, die zufällig gespawnt werden. Muss ich hier mal gucken, ob ich so eins finde. Na, sieht eher nicht so aus. Naja gut, wir sind ja eigentlich auch nur unterwegs, um Birkenholz zu holen und auch ein bisschen Cobblestone abzufarmen. Können wir hier ja gleich machen. Okay, dann mach ich mal lieber zu. Fledermaus. Eisen. Aha, Spinne. Na, komm mal her. Okay, irgendwo höre ich auch noch ein Skelett. Oh, Alter. Aha, da steht noch eine Kuh drin. Ich dachte schon, was ist denn das für ein Vieh? Was macht denn die Kuh hier? Ach, hier ist offen. Ah. Hier, das Lava. Nicht so toll. Wie ironisch das jetzt noch rüberkam mit dieser Kampfmusik von Gothic 2. Aber irgendwie auch cool. Alles klar, so, hier war noch Eisen, das nehmen wir auch mal mit. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, weil ich wieder so abgelenkt worden bin. Wir wollten ja eigentlich nur Cobblestone farmen und jetzt machen wir schon wieder was ganz anderes. Da ist wieder ein Skelett, habe ich schon gesehen. Da ist noch eins, Alter. Irgendwann legen wir uns auch mal einen Bogen zu, dann können wir diese ganzen lässigen Skelette mal aus der Ferne klatschen. Alter, da ist noch eins. Was spawnt da alles an Skeletten? Ist hier irgendwo ein Skelettspawner in der Nähe? Nee. Aber gut, dass hier so viel Eisen ist, das brauchen wir wirklich. Genau, ich wollte noch fragen, und zwar, wir machen in unserem Bauernhaus so einen kleinen Keller, auch wieder mit mehreren Räumen, wie ich schon gesagt habe, und da wird natürlich auch ein Enchantment-Raum drin sein, mit einem Enchantment-Table und so weiter. Und, was meint ihr, soll man da mehr auch so Birkenholz nehmen, oder vielleicht auch Akazienholz, oder stinknormales Eichenholz? Weil dunkle Eichen habe ich hier noch nicht gesehen. Was gibt's denn noch? Dann gibt's ja noch diese, Jetzt hab ich grad den Namen vergessen. Naja, ist nicht so wichtig. Gut, die Birkensetzlinge nehmen wir mal mit. Laufen wir mal lieber zurück, oder? Ja gut, so viel haben wir jetzt auch nicht gefarmt, nur noch einen Stack, aber vielleicht reicht es ja auch.
so. Das Gute ist irgendwie an dem Server, man findet irgendwie schnell wieder zurück. Sagte er und er verlief sich. Nein, ich weiß schon ungefähr die Richtung, wo ich hin muss. Wir müssen eigentlich nur drüben in die Savanne. Genau, da steht eh schon unser Bauernhof. Gut, also es sollte jetzt definitiv reichen für den Fußboden. Hier könnte man irgendwie noch so ein geiles Baumhaus machen. Zuckerrohr habe ich auch. Zumindest nicht dabei, aber ich habe es in der Truhe. Bin mir ganz sicher. Gut, hier müssen wir noch ein bisschen den Berg abtragen. Du kommst weg, weil du wirst eh gefällt. Gott, das wird viel zu groß. Sehe ich jetzt schon. Aber gut. Dann schauen wir mal, dass wir da was Tolles hinkriegen. Ich habe hier extra keine Fenster drin gelassen. Das ist so beabsichtigt. Weil ich dahinter gern noch einen kleinen Stall bauen möchte. Und der Stall soll direkt vom Bauernhaus aus begehbar sein. Deswegen sind auch hinten Türen drin. Da muss ich noch das Gebiet abzäunen. Und vor allem gut ausleuchten, dass er nichts spawnt. Das war bis jetzt das Problem, was ich immer hatte, dass ich immer so riesengroße Grundstücke hatte, aber immer was drauf gespawnt ist, egal wie gut ich da ausgeleuchtet habe. Und das ist auch nicht wirklich angenehm. Gut. So, dann ist hier die obere Etage auch schon fast fertig. Da echt bloß so eine Treppe? Ne, so eine hatte ich. Auch hier auf der anderen Seite. Sieht ja jetzt so richtig fett aus, die Treppe. Und nee, auf das Lied habe ich gerade gar keine Lust, sorry. Hat man auch schon. Nein. Gut, dann nehmen wir das Lied. Es ist aus Assassin's Creed 4. Auch ein sehr geiles Spiel, mag ich richtig. Gut, dann würde ich sagen, legen wir hier erstmal noch das ganze Zeug ab, welches wir nicht brauchen. Das ist meine Baukiste. Was der Holzblock da drin macht, weiß ich auch nicht. Gut, wir können hier erstmal noch das Eisen einschmelzen. Bin hier alles drin. Ist hier kein Samenplatz? Ne, wir haben schon einen Stack. Baden passt ja auch nicht rein, aber das Sprengpulver passt noch rein. Knochen, Pfeile hatte ich auch noch. Der Bogen. Hier sind auch noch Knochen und da ist auch noch ein Bogen drin. Sortieren wir das jetzt erstmal ein bisschen, obwohl es eigentlich ja gar keinen Sinn macht eigentlich. Hier sind aber Samen. Habe ich hier noch nirgendwo Fäden? Nee. Gut, das ist erstaunlich. Aber jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Und gut, da muss ich jetzt hier leider die Folge beenden. Aber ich denke, ich mache jetzt einfach nur einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Also, bis gleich, ciao. So, da sind wir wieder bei
Minecraft Team Crafting. So. Es ist Nacht, gut, das heißt, wir gehen jetzt als erstes mal schlafen. Warum habe ich jetzt wieder nur 30 Frames? Aber ich hoffe, das fängt sich jetzt dann bald wieder. Gut. Also Akazienholz. Aha. Mal schauen, vielleicht machen wir damit auch noch irgendwas. Irgendwas Schniekes. Na gut, dann würde ich sagen, können wir uns langsam mal um das Dach kümmern. Für das Dach brauchen wir natürlich richtig viel Zeugs. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viele Treppen. Eichenholz und Cobblestone natürlich. Also bei mir ist es ja so, dass ich für das Dach immer am längsten brauche. Machen wir alles zu Eichenholzbrettern. Zum Glück haben wir noch so viele Bäume gefällt. So. Jetzt haben wir hier zwei Stacks. So, ziehen wir erstmal das Inventar ein bisschen. Ich habe ja so viel Krempel dabei. Machen wir es so. So, und jetzt noch Cobblestone-Treppen. Gut, es sind zwei Stacks, alles klar. Fänkelschwert werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. So. Ey, komm schon. Doch nichts irgendwie im Hintergrund laufen, was so viel Leistung zieht. Ich weiß ja nicht, warum ich da nur 30 Frames habe. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie das hier war. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich das Dach gebaut habe. Shit. Gut, da muss ich jetzt leider schnell nachgucken. Nee, so hier. Achso, ist es jemand auf dem Server gejoint? Hab ich grad gar nicht so mitbekommen. Ja, hier sieht man jetzt leider das Dach nicht so. So, alles klar. Gut. Müsste schon so passen. Also. Ach Gott, das hasse ich immer so mit diesen Treppen. Wie viele Folgen habe ich schon? Wie viele Folgen habe ich denn jetzt schon? Oh Gott. Ich glaube 8 bis 9. In der Aufnahme mit drin. So. Zwei hier. Dann kommt hier eine Cobblestone-Treppe. Genau so sollte es sein. Okay, er grüßt euch, Leute. Oder war das hier richtig? Boah, ich habe keine Ahnung, ne? Ich glaube, das müsste ja so richtig gewesen sein, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Boah.
keine Ahnung, wie ich hier das Dach angefangen habe. Gibt es hier noch andere Screenshots, wo man es besser sieht? Ah, hier sieht man es zum Beispiel gut. Gut, also war doch hier irgendwo falsch. Ich glaube, die Treppe hier. So, genau so habe ich es gebaut. Ich erinnere mich. Ich mag lieber die Dächer, wenn sie noch so einen Überhang haben, sage ich jetzt mal. Das gefällt mir durchaus am besten. So. Gut, das Dach müsste sich eigentlich in der Mitte treffen, also das sollte kein Problem sein. Aber ich glaube, wir ziehen hier erstmal die Reihe fertig. Ja, super, wenn das jetzt nicht immer wäre, das hasse ich an den Treppen. Da drehen sie sich, wo sie sich nicht drehen sollten. Das ist mir so unsympathisch hier mit den Treppen. Klasse. Da bringst du mir gar nichts. So, Fischpudding LP. Könnt ihr dann auch mal vorbeigucken? Aus seinem Channel. Wenn sein Channel. Entschuldigung, außer heißt. Werde ich ihn euch noch in der Beschreibung verlinken. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier nicht funktioniert. Ah, super! Ey, das verarscht mich jedes Mal so mit diesen scheiß Stufen. Jetzt aber. Okay, dann hier. Oh, genau so eine Kacke meine ich jedes Mal. So. So zwar nicht, aber die können wir jetzt dann auch später noch wegmachen. So. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt hier zwei Blöcke waren. Oder drei. Und wo baust du? In der Nähe zum Ende. Okay. Alles klärchen. Ich glaube, so war das hier mit so einer Dreier-Cobblestone-Treppenbreite, nenne ich sie jetzt einfach mal. Alter, das geht mir so auf den Senkel. So. Hoch, konzentriert natürlich, wie immer. Gut. Gut, der Rest bleibt mit Holztreppen. Ah, Herr der Ringe. Also wie ihr schon... Alter, wie ihr schon sehen könnt, ist es hier alles mögliche zusammengemischt an Soundtracks aus Games und Filmen, die ich halt auch einfach cool finde. So, dann hier. Weißt du, wie viel Level man circa auf ein Buch Rückschluss 1 bekommt? Boah, mit den ganzen Enchantment-Zeugs kenne ich mich nicht so aus, wirklich. Okay. Ja, das scharfe S sieht in diesem Texture-Pack ein bisschen kacke aus. Ah, es war so klar. Es war so klar, ganz ehrlich, es war so klar, es war klar. Gut, dann können wir hier aber schon mal. Gut, dann bin ich nicht der Einzige, der sich hier nicht so gut auskennt mit diesen ganzen Enchantment-Zeugs. Die anderen werden sich jetzt wahrscheinlich selbst facepalmen. Sonst wäre ich auch noch zu doof bin, hier dieses Dach zu bauen.
Hatten wir hier noch so einen Zweierüberhang? Genau. Ihr werdet sehen, das Dach wird dann zum Schluss richtig gut aussehen. Ob ich dann den Stall genauso bauen soll, wie ich ihn in meiner Let's Show-Welt. Ich sage jetzt mal einfach Let's Show-Welt. Ich habe ja gar keine Let's Show-Welt, aber in meiner Singleplayer-Map gebaut habe, weiß ich noch nicht so richtig. Alles klar. Hier noch den Übergang. Dann sieht es hier schon mal nach ein bisschen was aus. Oder machen wir hier vorne erst das Dach? Ich glaube ja, ich glaube, so wird es am besten sein. Vielleicht bauen wir hier vorne auch noch so einen kleinen Balkon ran. Vielleicht aber auch nicht, also auf die Seite kommt definitiv einer noch. Dann hat die Folge eben ein bisschen Überlänge. Ist auch nicht so schlimm. Gut. Sorry, dass ich jetzt so wenig kommentiert, also wenig von anderen Themen her, sondern nur vom Gameplay. Und ich weiß, dass es gerade ein bisschen dunkel ist. Also auf YouTube sind ja die Videos immer extrem dunkel. Habe ich schon gesehen. Da werdet ihr jetzt nicht so viel sehen können. Ich klatsche jetzt hier einfach mal ein paar Fackeln hin, damit sie auch mal ein bisschen heller ist. So. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt hier... Es vibriert auch noch mein Handy. Oh, jetzt werde ich angerufen. Wer ruft mich denn jetzt an? Oh, ein Kumpel von mir ruft mich an. Also gut, dann mache ich jetzt hier in der Folge Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.